Hallo, hallo Leute, ich begrüße euch auf Herzlichste zurück bei GTA Online. Mit dabei sind wie immer der Sir Bacon. Ank Ank. Demeter. Hallöchen. Der Shadow. Hi. Der Sender. Hallo. Der Fjalk. Rauch. Und meine kleine Wenigkeit, der Stormy. Ganz Stormy, klein. Du gefällst mir. Du hast direkt gesagt Sir Bacon. Richtig so. Ja, klar. Im TS abgelesen, natürlich. Ach so, ja. Das ist dann wohl mal gerade Frauenpower. Aber hallo. Was bin ich? Du bist im Männerteam, da bist du also ein Mann. Hä? Aber ihr habt doch... Ach nee, stimmt, Sender ist ja auch eine Frau. Das ist alles so verwirrend. Echt? Ja. Echt? Ja. Echt? Finde ich geil. Da sind die. Nee, die andere Richtung. Ja. Ach Mist, du bist in meinem Team, ne? Oh, ich bin da mal weg. Ich auch. Ja, oh, ich auch. Oh Gott. Nee, ich könnte... Was war das denn jetzt? Auf einmal waren alle tot? Ja, erst trifft keine Sau und dann alle auf einmal. Wir haben angeblich gewonnen. Echt jetzt? Hat bestimmt der Sender gemacht. Wir haben aber auch 3 Kills. Geil, wir haben es geschafft, dass beide Teams... Wir haben gewonnen. Ja, ja. Ja, alles gut. Aber das heißt... Aber eigentlich ist das ja nicht richtig. Das müsste ja ein Unentschieden sein. Ja, nein, das ist vollkommen richtig. Ja, finde ich auch. Wahrscheinlich hat die Rakete eine Zehntelsekunde vorher getroffen, bevor dann unsere getroffen hat oder so. Ah ja, okay. Ich habe jetzt einen super tollen Plan. Überleben. Mhm. Ich dachte runterspringen oder so. Ja, da unten gibt es bessere Waffen, Shadow. Spring mal runter, da gibt es ein Snipergewehr. Nimm den Fallschirm und spring. Mhm. So eine Machete rüberzuwerfen, vielleicht triffst du den. Oh ja, wenn du das mit der Machete schaffst, dann gebe ich dir ein Eis aus, wenn du hier bist. Oh. Oh, ich bin dann mal wieder weg, wieder vom Bacon. Nee, du hast mich auch schon wieder umgebracht. Ja, schön. Oh. Das hört sich nicht so gut an. Warum fliege ich da jedes Mal runter? Ich bin so gut. Also ich glaube, ich war's. Hey, Luca. Also ich bin von Demeter gekillt worden. Yay! Na gut, aber irgendwie habe ich getroffen. Ja, anscheinend auch. Ja, jeder von uns ein. Ist doch super. Und das ist wenigstens ein richtiger Sieg, nicht wo das geht, nicht wo man selbst auch komplett gestorben ist. Nee. Naja, bla bla bla. Ja, das ist ein richtiger Sieg. Nicht so wie euer da, dieser geschenkte Sieg. Nee, das war dann durch die B-Note, bessere Haltung und alles. Ich bin so schön geflogen in der ersten Runde, das kann überhaupt niemand übertreffen. Ja, haben wir leider keine Aufnahme von. Nee. Ja, nee, ich glaube, ich hatte es auch nicht drauf. Ja, ich laufe jetzt wirklich mal mit der Machete einfach rüber und... Mach mal, ich folge dir, wenn du es machst. Hey, besser nicht, wir wollen ja gewinnen. Hier kurz vorher abgedreht hat. Boah, das war aber schon wieder... Wow. Ernsthaft? Echt? Ja, wenn man einmal weiß, wie es geht. Ich weiß nicht, ob ich Selbstmord begangen. Ich weiß auch genau, warum. Ein gewisser junger Mann ist mir genau vor den Raketen gelaufen. War hoffentlich nicht ich. Ja, doch, genau du. Ich bin aber eine junge Dame. Ingame vielleicht. Sagen wir es mal so, eine rothaarige junge Dame ist mir vor den Raketenwerfer gelaufen. Das könnte auch Demeter sein. Nein, ich stand auf dem anderen Ding. Also. Ja. Kommt nicht nah genug ran an mich. Kommt da noch mehr? Ja, noch eine Runde. Ja. Masterplan fürs nächste. Ganz weit weg von Shadow gehen. Oh, das ist immer ein guter Masterplan. Also generell kann man sich das merken. Gleich kommt wahrscheinlich wieder vom Play oder so. Was er sonst immer macht. Ich mach mich immer fertig. Mit denen soll ich spielen.
Oh, ich bin tot. Finde ich gut. Oh, ich hab jemanden. Hui! Demeter, rette uns. Du bist unsere einzige Hoffnung. Oder wart einfach lang genug, dann bringt Shadow schon sein Team um. Schade. Diesmal nicht. Man kann mit dem Ding anscheinend nicht schnell laufen. Kann nee, das geht nicht. Wolltest du hier oben sowieso nicht gemerkt. Tun. Dann kommt jetzt die entscheidende Runde. Oh, Trommelwirbel. Ich hab ja keinen einzigen getötet, diesmal. Die also so imaginärer schlecht. Trommelwirbel. Du hast auch keinen getötet. Noch nicht mal dich selbst. Aber ich hab gut ausgesehen. Was? Naja. Das soll ich aber bezweifeln. Ich sehe fast so aus wie du, also. Nein, ich sehe besser aus. Ja, bei der Frisur kann man drüber streiten, Mann. Gerade dieselbe Frisur wie ich, also naja. Also ich würde sagen, ihr diskutiert das drüben einfach mal mit dem Raketenwerfer aus. Ihr spielt russisch Roulette, jeder hält einen Raketenwerfer von euch nach unten und schießt einmal. Wer überlebt, hat recht. Nein. Ja. Wieder bei der Pfeil. Ihr müsst das machen. Oh, ist schon vorbei. Hast du wieder so was? Du hast ja gleich einen Scheiß gemacht wie gerade eben. Was? Da bist mir schon wieder vor die Rakete geschlagen. Okay, dann musst du auch gucken, wann du schießt. Ich hab geguckt, wann ich schieße, hab extra eine Sekunde gewartet, dann macht er einen Schritt nach links. Was hab ich eigentlich schon wieder angestellt, dass ich diese Teammates verdient habe? Ja, Sender, das solltest du dich wirklich fragen. Das war jetzt aber mal ein recht kurzes Vergnügen. Aber es war ein Vergnügen. Ah, es war auf jeden Fall ein Vergnügen. Vergnügen möchte ich in Frage stellen. Was ich nie verstehe, ist, warum haben manche 16 von den Gewinnern, manche 15 und manche von Verlierern 13 und 12. Ist das abhängig von den Kills? Oder? Ja. Ja, aber auch. Oh, ein Autorennen. Ich bin gespannt. Ja. Oh, auf spanischer Text. Kann einer von euch das Spanisch reden? Corrida feta por mim do canal Thiago Gameplays. Ich kann nicht weiterlesen, sorry. Das reicht, glaube ich, schon. Und Runden brauche ich nicht einstellen. Es ist Punkt zu Punkt. Das dick großgeschrieben ist wichtig. Merkt euch das. Sollen wir alle den Centauro nehmen, weil der vorgeschlagen ist? Nehmen wir doch einfach alle den Centauro. Ich weiß noch nicht, welche Farbe ich nehme. Naja. Ich habe irgendwie Angst. Wie gesagt, alles wieder nicht getestet, das heißt, ich dann... Ah, okay. Ich sag mal, warum stehe ich eigentlich hinter euch? Halbe Stundenfolge, das ist Zufall. Ja, aber ihr steht alle in einer Reihe und ich stehe hinter euch. Können halt nicht alle vorne stehen. Alle fallen ins Wasser. Ich hab noch gebremst und eingelenkt. Das hat nichts mehr geholfen. Der ist da in mir gespawnt. Das finde ich extrem verstört. Ja, genau. Könnt ihr die Sachen nicht außerhalb der Aufnahme machen? So ein Schweinekram. War zurücksetzen. Y gedrückt halten. Ja. Hat gerade bei mir nicht sofort reagiert. Waren wir hier irgendwie nur im Kreis? Nein. Wo ist dann der nächste? Immer den Pfeilen nach. Der Pfeil war in der Mitte. Nee, mehr schubst mich da runter. War's nicht. Okay, dann weiß ich das. Autsch. Verdammt! Okay. Ich glaube, da muss man anlaufen, sonst. Ich glaube auch. Und immer dran denken, in engen Kurven unbedingt immer vor Hupen. Damit einem entgegenkommender Verkehr weiß, da kommt jemand. Nicht, weil man die Taste was ähnlich drückt. Nein, das ist ja nie der Grund, warum wir hupen. Ja, danke. Du musst doch sowieso nach unten. Oh ja, ich hab's auch überlebt, also von daher nicht ganz so schlimm. Bender ist wieder still, der wird wahrscheinlich wieder führen. Nein. Ich bin letzter. Okay. Das ist wieder die Sorte Rennen, wo ich am besten gar nichts zu sage. So viel Mühe bei gegeben beim Ausflug. Also Sender, eigentlich, also die ist nicht so schlimm wie unsere 30-Minuten-Strecke, die wir dann abgebrochen haben. 37 Minuten. Okay, ich habe da im Endeffekt echt viel zusammengeschnitten.
Okay, bei mir ist es ja 37 Minuten Verzweiflung oder so. Ja. Aber wir klingen echt alle viel besser, wenn man uns im doppelten Tempo abspielt. Meinst du, ja? Hab ich daher regelmäßig gemacht. Ja, der Bacon ist halt ein Chipmunk-Fan. Wow. Danke. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Du hast mich in einen Gastank geschubst. Das war sicherlich nicht absichtlich. Das hast du gut gemacht und das musst du bitte mit voller Absicht machen, weil der Shadow, der mag das, der braucht das einfach. Das gibt auch extra Punkte. Ja. Und Geld und so. Wenn ich es absichtlich gemacht hätte, hätte ich es gesagt. Hätte ich mich auch diebisch drüber gefreut. Autos rum. Oh, ich fahre wieder an den beiden Gastitten vorbei. Aber es sind echt wieder so Rennen, wo ich so denke, meine sind total nett. Einfach nur nett. Also bisher? Und ihr schimpft trotzdem. Okay, ich nehme alles zurück, glaube ich. Muss man da echt wieder rauf? Nee, muss man doch. Oh, echt? Krass. Gut, aber es geht. Ich sehe schon, dass ich meinen zweiten Platz nicht mehr lange haben werde. Was machst du da? Ja, genau. Hui, ich kann fliegen. Ach du Schande. Oh, fuck. Achso, kleiner Tipp bei der Rampe. Ja, ihr müsst oben aufs Dach rauf. Passt. Ha, ich bin so gut. Ich bin auf dem Rand gelandet. Ja, zumindest ist der Spawnpunkt so, dass man wieder Anlauf bekommt. Oh, mach doch Rampe. Toll. Wow! Ja. Toll, gegen die Wand. Mit Anlauf. Nein. Mit ganz viel Anlauf. Was wieder so? Eigentlich finde ich ja, bisher geht die Strecke noch, aber ich sehe da hinten so komische Sachen im Wasser. Sowas macht mir immer Angst. Oh, und ich sehe da vorne irgendwie einen Fliegen. Und noch wen. Nein, das gibt's doch nicht. Den habe ich doch hundertprozentig getroffen, den Spawnpunkt. Den doch. Was? Was? Nein. Oh, okay. Hat doch geklappt. Aufrichten. Oh mein Gott. Shadow, that's what she said. Entschuldigung, den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Ah, oh, Nivea ist keine Handcreme. Ach, ja, tut mir leid. Entschuldigung, Sender. Hey! Ja, ich fahre hier lang. Ich dachte nicht, dass ich hier mit Gegenverkehr rechnen muss. Das hat mich jetzt irgendwie... Oh, ich sehe das. Ich sehe das Ziel. Ich weiß nur noch nicht, ob ich mich drüber freuen soll oder nicht. Und vor allem, ich habe keinen Plan. Da komme ich doch nie und nimmer hin. Ach so. Oh Gott. Da komme ich doch nie und nimmer hin. Ich hätte auch schneller fahren müssen. Ach du meine Scheiße. Oh. Das sieht gut aus. Nein. Weg. Nein. Ja, wir haben beide geschafft. Was immer ihr macht. So, ich bin wieder vom Dach gefallen, verdammt. Ich auch. Scheiße. Verdammt. 5 Meter zu kurz. Nein, ich schaff's. Nein, nicht mehr ins Wasser fallen. Nicht ins Wasser fallen. Doch, ins Wasser fallen. Nein, ich war das ganze Rennen über Erster. Oder runter. Also, überhaupt nicht. Fast das ganze Rennen über war ich Erster. Oh, bitte. Ach bitte. Du meine Scheiße. Und wo ist der? Oh mein Gott. Okay. Entschuldigung. Nein, es tut dir nicht leid. Musst du da mal durch? Es tut mir leid, ich hab noch einen dringenden Arzttermin. Aber beim Frauenarzt. Na klar, beim Frauenarzt. Wem sonst? Nein, ich runter bald. Okay, also ich glaube, momentan ist es egal, ob ihr Erster, Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter oder Sechster seid, weil das Ende wird, glaube ich, den Unterschied machen. Ja, wenn ich ein bisschen weiter rechts gelandet wäre, wäre alles gut gewesen. Mhm. Ich glaube das nicht. Ach du Kacke. Was zur Hölle? Ja. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ja.
Geh weg. Okay, fahr du vor. Nein! Da ist jemand neben mir ins Wasser geflatscht gerade. Ich würde auch gerne einfach nur sehen, wo ich... Nein! Nein, oh, pff. Daneben. Ich glaube, wir brauchen uns jetzt auf jeden Fall keine Sorgen mehr machen, dass die Folge eventuell nicht lang genug werden könnte, weil ich glaube, wir werden hier noch ein paar Minuten brauchen. Resta! Muss man da bei der Erbsenrampe ein bisschen nach rechts zielen? Also na, du musst recht mittig sein, weil nach rechts, dann fliegst du rechts vorbei. Du musst bei der Rampe, wo du, die schon im Wasser ist, musst du ein bisschen rechts. Ja, das meine ich ja. Ja. Also noch von unten nach oben. Ja. Und wenn du in der Luft bist und nicht sicher bist, am besten einfach ein bisschen nach rechts rollen, das könnte auch helfen. Ja, das ist, genau. Das ist links. Aber klappt trotzdem. Ja, ach Gott. Unfähig. Boah. Nein, nicht runterfallen. Nicht runterfallen, Becken. Steffen, die letzte Rampe mit Schwung, oder? Ja, das Gaspedal ist übrigens. Ja, damit Vollgas. Nein, das ist zu wenig gewesen. Ja. Du stehst einfach mit Vollgas auf die letzte Rampe. Oh, das gibt's schon da unten immer. Nein, ich wollte es auch gerade sagen. Nein! Habt ihr euch gegenseitig runtergerissen? Also sie hat auf jeden Fall mich runtergerissen. Ja, ich bin auch dann noch runtergeflogen. Das war knapp. Ich hab das Gefühl, man muss am Ende ein bisschen das Gas rausnehmen, sonst fliegt man drüber. Nee. Zumindest ich flüge jedes Mal drüber, wenn ich Vollgas gebe. Wenn du das Gas rausnimmst, oh, und dann fliegst Gott. Du dagegen. Ich bin auch kein einziges Mal dagegen geflogen. Ich doch, bin jetzt jedes ich Mal jetzt auch schon geschafft. Drüber. Da oben noch einen Kontrollpunkt. Warst du eventuell hinter jemand anderem? Wegen Windschatten? Yeah. Nee, ich bin bis jetzt fast jedes Mal alleine hier hochgefahren. Immer einfach nur drüber geflogen, wenn ich Vollgas gegeben habe. Ach, da taucht einfach der Windschatten auf. Ich hab's geschafft. Ich hab geschafft, das jetzt fahr mal. Ich war doch da schon oben. Fast. Oder auch nicht. Komm, das reicht jetzt aber. Nein, ich flieg zu weit. Oh, der Fjalk hat mich verarscht. Man muss Vollgas geben. Ja, ich hab Vollgas gegeben. Ja, fliegst du hin rüber. Nee. Ha! Also, sobald ich gerade stand, hab ich Vollgas gegeben. Das ist auf jeden Fall ein Rennen, was sicherlich einige von uns nicht beenden werden, weil sobald der Dritte drin ist, und da kann man diesmal echt nichts machen. Auch gerade drüber. Macht ihr das? Na, ich setz mich schon mal zurück. Hm. Im Flug nach oben siehst du eigentlich schon, ob du darauf landest oder nicht. Ja. Hui. Oh, das sieht gut aus. Oh ja. Ja, bei mir nicht. Ich sehe nur im Hintergrund so ein rotes Auto durch den Bildschirm fliegen. Ja, rot könnte ich gewesen sein. Ja, warst du auch. Nein. Oh, nicht richtig gelandet. War wieder zu weit rechts. Sieht gut aus. Ich bin drin. Gott sei Dank. Man braucht es, glaube ich, jetzt auch gar nicht mehr probieren. Sind wir schon zu dritt? Ihr seid jetzt sogar schon zu viert. Oh, das war jetzt ganz schlecht. Ja. Okay. Das üben wir nochmal. Hui. Ey, ich war erster bis zu diesem Scheiß hier hinten. Ich hab das sogar noch vorgelassen. Ich hab keine Ahnung, auf welchem Platz ich jetzt letzten Endes bin. Ja, ich hab nicht beendet, das weiß ich. Na gut. Ja, schon wieder. Ja, sind wir aber auch. Scheißen hier schon wieder. Da sind wir aber nach diesem sich so schön freuenden Fjalk aber auch am Ende der Episode angekommen. Ja, und sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Bye, bye.